Und hallo, hier ist Marc. E-Mountainbike versus Mountainbike, ist das eher so eine getrennte Sache in der Szene, aber auch bei den gemeinsamen Ausfahrten. Auf den ganzen Branchenteil, also Mountainbike und Fahrradindustrie, wollte ich jetzt heute nicht so drauf eingehen, sondern mehr darauf, was halt mit den Leuten ist, die es halt machen. Und ja, warum denn dieses Versus? Ist das ein Konflikt oder was? Ich meine, ihr kennt natürlich die Sprüche, die es so gibt mit E-Bike und Mountainbike und richtiger Sport und Schummeln. Und ja, jetzt geht es eigentlich darum zu gucken nochmal, hat es solche Konflikte in Anführungszeichen schon mal gegeben? Und wie ist es in diesem Fall und was ist jetzt anders? Und mich würde total interessieren, wie ihr das in der Praxis empfindet, wie ihr das beobachtet und wie sich das in der Zukunft entwickeln wird. Ja, dann möchte ich einen kleinen Bogen erstmal spannen. Und zwar gab es das beim Mountainbiken, also ich fahre auch seit 25 Jahren Mountainbike, gab es das schon mehrfach. Es gab natürlich anfangs, also Mountainbiken, wer das noch nicht weiß, gibt es so seit den 70ern. Seit den 80ern hat es natürlich dann immer mehr Fahrt aufgenommen, als Radsportdisziplin, aber auch als ja, Volkssport, sage ich mal. Also einfach so ein Breitensport, den viele betreiben. Und dann gab es natürlich Rennrad versus Mountainbike. Also diese Abgrenzung, dieser, sag ich mal, in Anführungszeichen Konflikt, ganz viel auf humorvoller Ebene, so ein bisschen sich ein bisschen kleine Sprüche reindrücken, das kennt ihr wahrscheinlich. Und das war natürlich auch ein bisschen so, um die eigene Identität halt zu formen und zu finden, dass man sich halt unterscheidet. Mountainbike versus Rennrad. Okay, gibt es immer noch ein bisschen, aber natürlich machen viele beides und man teilt die Leidenschaft fürs Fahrradfahren. Und dann gab es im Mountainbiken Cross Country Marathon, also das sind die Ausdauerdisziplinen, versus Downhill und Freeride. Das sind die Bad Guys, die mutigen Adrenalin-Junkies und die Cross Country Marathon eher so die Ausdauersportler, enge Klamotten und häufig auch einfache Strecken, obwohl beim Cross Country die mittlerweile auch sehr, sehr technisch sind. Aber es gab auch wieder diese Sticheleien und so ein bisschen. Und ja, überrasierte Beine und was weiß ich was. Also Cross-Country-Marathon versus Downhill-Freeride. Ja, jetzt müssen wir unterscheiden, was jetzt anders ist als bei der E-Mountainbike versus Mountainbike-Geschichte. Und zwar ist es natürlich in dem Fall so, dass die Rennradfahrer und die Mountainbiker, die haben was Verschiedenes gemacht. Also die waren in ihrer eigenen Welt. Die einen sind durch die Wälder, durch die Trails, über die Trails gefahren, die Mountainbiker und die Rennradfahrer auf den Straßen. Und das hat sich nicht so überschnitten. Das war, ja, es war ein kleiner Konflikt mit kleinen Sprüchen und so und durch medial oft gern aufgegriffen. Aber die hatten da nichts miteinander zu tun, weil die was verschiedene Disziplinen gemacht haben. Und beim Cross-Country-Marathon versus Down-and-Freeride war das Gleiche. Da war es im Grunde auch so, dass man sagen kann, klar, beide hatten was mit Mountainbiken zu tun, aber die haben ganz verschiedene Sachen gemacht. Hatten verschiedene Fahrräder, sind verschiedene Strecken gefahren. Und da waren dann die Berührungspunkte auch nicht so groß, außer vielleicht Leute, die beides betrieben haben. Aber beide waren so in ihrer Welt. Und jetzt beim E-Mountainbiken und beim Mountainbiken ist jetzt auf einmal, die machen ja doch eigentlich das Gleiche. Das ist ein Unterschied. Die teilen nicht nur die Leidenschaft fürs Fahrradfahren in der Natur, sondern die fahren die gleichen Trails, die fahren in die gleichen Urlaubsregionen, in den gleichen Bikeparks. Also kann man sagen, auf jeden Fall ist das ein Unterschied. Das gab es schon mal so ein bisschen mit BMX versus Dirtbike. Also Dirtbike sind so Mountainbike-Trickbikes, quasi kleine Räder, die gleichen Sachen machen wie BMX-Fahrräder. Nur größere Laufräder und eine Federgabel. Und ja, da gab es auch viel Sticheleien, gab es einen Konflikt, es gab sogar manchmal so Mountainbike-Verbote in Skateparks oder BMX-Parks. Und das ist aber alles harmonisch geworden. Die machen, haben, teilen auch die gleiche Disziplin, nur mit verschiedenen Rädern. Da hat aber noch der Motor gefehlt. Also der Motor ist natürlich so ein emotionales Ding, das wisst ihr. Die Sprüche hören nicht auf und es gibt wirklich viele, die das anscheinend nicht nur als Witz meinen, sondern die wirklich sagen, schummeln, cheaten, alte Seniorensportart. Oder für Leute mit Einschränkungen körperlich. Aber E-Mountainbike, nee, nee, das ist nicht echt. Real ist nur das richtige Mountainbiken. Also die Meinung gibt es wirklich immer noch. Und ja, da ist jetzt interessant für mich zu wissen, wie ist das jetzt in der Praxis? Wie sieht das aus? Fahrt ihr auch mit anderen Mountainbikern, wenn ihr E-Bike fahrt? Also mit eurem E-Mountainbike?
Oder lieber unter euch, bleibt ihr unter euch, also E-Mountainbike-Treff, E-Mountainbike-Tour. Wenn ihr eine geführte Tour bucht, einen Fahrtechnikkurs oder eine Reise, ein Camp, lieber dann E-Mountainbike nur für sich oder lieber gemischt? Und wie ist das bei euch vielleicht im Freundeskreis und wie ist das in der Szene vor Ort, wo ihr fahrt? Das würde mich mal interessieren. Und wenn es gemischt ist, wie ist denn da so der Anteil? Sind das 80% E-Mountainbike und nur noch 20% mit normalen Mountainbikes? Und ganz klar, früher gab es auch Leute, die waren super fit und super schnell bergauf, auch ohne Motor. Und dann in der gleichen Gruppe waren welche, die waren nicht so fit. Da müssen sich immer die Stärkeren natürlich anpassen an die Gruppe, das ist ja klar. Das gilt heute auch noch. Aber heute zum Beispiel gibt es ja auch so ein Bike-Taxi, also kennt ihr ja, wie so ein Seil, was man an den Sattel macht. Und dann kann man jemanden mitziehen, wenn man E-Mountainbike hat. Das ist cool für die Familie, wenn man mit Kindern oder mit Teenage-Kindern oder mit Partnern, mit der Partnerin fährt. Einer hat ein normales Mountainbike, der andere ein E-Mountainbike. Da kann man das natürlich nutzen bergauf. Ja, sonst ist es wirklich jetzt interessant für mich, einfach mal zu erfahren. Ich fahre alleine meistens Fahrrad, E-Mountainbike oder Bike. Und E-Mountainbike sonst halt mit meiner Frau oder mit meinem Kind. Aber ich fahre jetzt nicht so in Gruppen. Da habe ich andere Zeiten einfach und kann das jetzt quasi von mir aus gar nicht so berichten, wie das ist. Deswegen interessiert mich das ganz doll. Ja, und wie seht ihr denn die Prognose? Wird sich die Szene teilen? Die E-Mountainbiker machen ihre eigenen Events, bleiben unter sich. Also bei den großen Festivals und Messen mischt sich natürlich alles. Aber bei kleineren Veranstaltungen oder die Events oder wie gesagt Reisen, Touren, Camps, wird das sich mehr wieder zusammenbringen? Alle eine Leidenschaft, Mountainbiken, egal ob mit oder ohne Motor, oder geht das mehr auseinander? Ja, da bin ich mal ganz gespannt. Und sagt mal die typischen Sprüche, die ihr so heute noch kriegt. Bis dann, ciao!